Right-Link, Wingman, Bewegungsalarm, E-Call, Live-Tracking, OBD2, Diebstahlswarnung. Wow, digitaler Sozius. Moin, hier ist er, Demi. Ja, und ich habe ihn schon. Und im heutigen Video geht es darum, den Wingman einzubauen an meiner BMW R1250R. Und dazu sehen wir uns gleich unten in der Garage wieder. Bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's los. So, jetzt bin ich in dem Wohnzimmer von der Kleinen hier angekommen und ich habe noch die Bedienungsanleitung in der Hand, das gibt's gar nicht. Also, verbinden. Verbinde das mitgelieferte Kabel mit der Zündklemme, empfohlen, oder direkt mit der Motorradbatterie, nicht empfohlen. Und dann, wenn wir das haben, stecke den Stecker vom Kabel in das Modul. Okay. Also, ich habe mir das natürlich jetzt schon mal ein bisschen angeguckt und tut mir echt leid. Boah, neues Kabel. Ich muss die Stecker hier abknipsen, weil, das zeige ich euch jetzt gleich. Ich habe hier hinten an der Steckdose, ja, wo mein permanentes Ladegerät dranhängt von BMW. Da habe ich mittlerweile schon abgegriffen. Ja, ich ziehe es schon mal raus hier. So. Für USB-Strom. Einmal hier vorne, um mein Handy zu laden und die GoPro, die hier vorne sitzt, als Facecam. Und ich habe hier noch eine Doppelt-USB-Ladebuchse für die Heckkamera. Und eventuell für noch irgendwas anderes, was dahin kommen könnte. So, ja, jo. Und ich habe mir überlegt, ich gehe nicht an die Batterie direkt. Ich hätte das schon gern geschaltet über Zündung. Wird ja auch empfohlen in der Anleitung. Ich greife mir das jetzt hier ab. Also die Sicherung ist ja schon raus. Das heißt, ich knipse erstmal den Pluspol durch, dann den Minuspol. Dann isolieren wir die ein bisschen ab. Jetzt machen wir hier den Wingman. Den isolieren wir auch ab. Ja. Schön, ne? Ja, so ist gut. Und hier am Minuspol. Genauso. Überzieher. So. Wenn es eng ist, ist immer gut. So. Und was ich mir überlegt habe, hierfür, der bleibt ja blind, den brauche ich jetzt nicht. Übrigens muss ich jetzt mal ein bisschen meckern. Hallo, hier, Right-Link da oben. Ne? Ich war am Samstag da. Freitag habe ich das Ding bestellt. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Ne? Freitag bestellt, heute da, Montag. Aber warum hat man mir nicht gesagt, dass ich ein OBD-Kabel brauche? Wenn man so ist wie ich. Also gut, das kann keiner wissen. Nicht? Also ich will alles auslesen, was geht von dem Ding. Aber gut, wir machen das jetzt erstmal so. Nur mit dem Wingman am Strom. Da liefert der schon einiges. Und die Position wird auch gut sein. Der kommt dahin, wo ursprünglich meine Tonaufnahmekonstruktion von der GoPro Heckkamera war. Ist jetzt erstmal weg. Jetzt ist der Wingman ein Thema. Und der wird mich, das merke ich schon, der wird mich längere Zeit noch begleiten. Was da alles kommt, Wahnsinn. Ich bin bisher schon mal begeistert. Aber gut, wir waren hier und da habe ich mir auch schon was überlegt. Hier, komm her. So. Weil der bleibt ja blind. Ne? Das wäre eine Alternative gewesen zu den Batterieklemmen hier. Die habe ich ja nicht genutzt. Und jetzt brauchen wir irgendwas Heißes. Oh. Ein Kaminfeuerzeug hier. Komm her.
Da schrumpfen wir das hier jetzt ein wenig zusammen und drücken. So. Perfekt. Und wo ist mein Steckerchen? Genau. So. Den, der bleibt ja offen. Ich mag das nicht. Irgendwelche offenen Steckerchen. Ich schrumpf den jetzt auch. Und da oben mache ich den besonders heiß. Und dann drücke ich den heiß. Tatsächlich drücke ich den zusammen. So. Ich denke, der ist jetzt auch dicht. Da darf auch nichts mehr passieren. Und der hält auch wunderbar. So. Jetzt bin ich schon quasi mit meinem Einbau fertig. Gleich noch connecten. Dann geht es weiter in der Anleitung. Wo ist meine Anleitung? Da ist meine Anleitung. Meine Anleitung von der Installation Wingman. Wo sind wir jetzt? Also gut, ich habe attached oder verbunden. Genau. Und jetzt ja, befestigen. Der kommt dahin. Da. Ich hoffe, das kann man sehen. Und dann wird es interessant. Dann kommen wir zum Aktivieren. So, jetzt kann ich meine Halterung, wo ich hoffe, dass das hinhaut, mit dem Wingman unter der Rücksitzbank andrehen. Ja, ist fest. Gestern habe ich den Wingman verbaut, installiert und angeschlossen, eingerichtet. Connection steht. Das Schöne ist, die Tracks werden immer aufgezeichnet, weil das Gerät ist ja hinten unter der Rücksitzbank. Ist mit Strom verbunden. Apropos Strom, ja, deswegen auch die Fahrt hier. Mal ein bisschen Akku aufladen. Und die Diebstahlwarnung übrigens, die ist aktiviert und die funktioniert auch. Also als ich eben losgefahren bin, bekam ich eine Nachricht, dass in Anführungszeichen meine Kleine sich bewegt hat. War ganz süß. Ja, gutes Zeichen. Das heißt, wenn das Motorrad irgendwo abgestellt ist und ja, da braucht man nicht viel für. Ein bisschen wackeln reicht. Da ist ein Sensor drin, der ist ziemlich scharf. Dann wird schon eine Meldung, Push-Meldung auf dem Handy losgeschickt. Dauert ein bisschen was, weil wenn der Wingman, so habe ich wenigstens den Eindruck, im Schlafmodus ist, bootet der kurz. Ist ja ein kleiner Linux-Rechner, Raspberry. Und sobald der hochgefahren ist, wird die Nachricht geschickt. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist der E-Call. Der ist noch nicht aktiviert. Das habe ich noch vor zu machen und das möchte ich auch testen. Deswegen habe ich den Wingman unter der Sitzbank bisher jetzt auch noch nicht fixiert. Das machen wir dann gleich. Tag 3. Wingman. Einbau und Installation, keine Angst, das ist nicht so viel, wie ich da jetzt draus mache. Ich will das Ganze ja auch filmen und für euch ein bisschen dokumentieren. Was ich dann noch eingerichtet habe, nachdem ich wieder hier war, nachdem ich die Mücken da auf dem Parkplatz so geärgert haben, ist den E-Call. Den E-Call habe ich aktiviert. Dafür müsst ihr den Fahrzeugschein bereithalten. Da müsst ihr dann ein paar Daten eingeben, natürlich eure Adresse und HSN, TSN aus dem Fahrzeugschein. Das habe ich gemacht. Und ja, ich möchte jetzt einfach mal gucken, was passiert. Ich simuliere jetzt mal mit dem Wingman einen Unfall quasi. Das heißt, der ist ja noch nicht fixiert. Extra für den Fall. So. Jetzt habe ich einen
Überschlag und einen Highsider gehabt und bin weggerutscht und habe mich dreimal überschlagen und liege jetzt im Straßengraben. Jetzt habe ich die Batterieanzeige. Also es kann sein, dass der E-Call deswegen vielleicht nicht funktioniert hat, weil ich nicht... Ach so, ja. Weil der eigentlich gar nicht aktiv war. Macht ja auch Sinn. Aber im Schlafmodus war der nicht eben. So, heißt, ich starte jetzt nochmal. Neue, eine Bildschirmaufnahme. 3, 2, 1, läuft. Und jetzt simulieren wir einen Unfall. Juhu, Überschlag, Highsider, wegrutschen. Übers Vorderrad und... So, Bildschirmaufnahme läuft. Weil, naja, das Motorrad nicht an ist. Also ich habe mir ein OBD-Kabel noch bestellt. Jetzt im Moment habe ich ja nur den Wingman mit Plus-Minus an Zündungsstrom angeschlossen. Und ich hoffe, dass das OBD-Kabel bald da ist, weil dann auch im Dashboard viel mehr Funktionen zur Verfügung stehen. Da habe ich jetzt ja nichts, ist ja klar. Ja gut, Schräglage schon, weil das misst der Sensor, das wird nicht ausgelesen. Aber die ganzen vielen Sachen, die die BMW ja ausgibt, sind schon interessant. Und ja, wie der Flo und auch der Stefan zugesichert haben, letztes Wochenende wird sich da noch einiges tun. Und das wird auch individuell, je nach Motorradtyp, werden ne, das, was zur Verfügung steht, kann ausgelesen werden und wird auch angezeigt. Und das ist ja das, ne, wenn man eine Tour gemacht hat, was man nachher gucken will. Was habe ich alles an Schräglage? Was weiß ich, wie viele Schaltvorgänge, wie viele Bremsungen, wie viel Schräglage, wo. Und das kommt alles noch. Das wird richtig, richtig gut. Freue ich mich tierisch drauf. Total. So, aber jetzt erneut mit Verbindungen. Und ja, eigentlich ist grün. Ich habe Batterie und ne, die Batterie... Ist ja aktuell, wird mir angezeigt, 12,3 Volt habe ich an Spannung. So, ich hatte einen heftigen Unfall, Highsider. Was passiert? E-Call ist definitiv drin. Habe ich. Meine Kleine ist da. Wo sehe ich jetzt, ob das aktiv ist oder nicht? Der E-Call. Abbrechen. Ausgewählt. Ja, kann ich nur in die Einstellungen rein. Gleich, Tali, gleich. Noch ein Unfall. Hey, wie heftig muss das sein? Bumm. Ich liege auf dem Kopf und jetzt wieder gerade und jetzt E-Call aktiv. Jetzt kriege ich angezeigt, jetzt kann ich abbrechen. Nein, will ich nicht. Ich sehe es ja jetzt hier auf dem Display und ihr hoffentlich auch, weil die Bildschirmaufnahme ja noch läuft. Ich möchte, dass ein E-Call reinkommt. Ihr sollt live dabei sein. Wird jetzt gleich passieren. Ich gehe mir auf Ausblenden. Also das wurde jetzt übermittelt. Sieht man auch an dem Symbol oben rechts. Da passiert was.
Brech ab. Ich brech ab. Nicht, dass hier nachher Feuerwehr Melsbach steht und guckt, was hier so passiert ist. Okay, also E-Call ist ausgelöst worden. Ich wurde allerdings nicht angerufen. So hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. Na dann. Ich stoppe die Bildschirmaufnahme. Puh! So, ich muss noch mal kurz ankündigen. Im nächsten Teil geht es ja natürlich live um Live-Tracks und ich hoffe, dass das mein OBD-Kabel ganz schnell kommt. Stefan, mach hinne. Und ja, dass ich mehr Daten auslesen kann aus dem Wingman, das wird doch interessant. Das wird total interessant. Im nächsten Teil, wie gesagt, geht es weiter mit dem Wingman. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da. Und über jeden neuen Abonnenten freue ich mich tierisch. Bis dahin. Tschüss, bye bye. Euer Himi und die Tali muss jetzt mal ganz schnell raus. Tschüss. We'll be right back.